Schauspiel ist manchmal so eine Sucht. Ich habe immer wieder einen Widerstand auch, mich auf die Bühne zu stellen und diese Kraft aufzubringen und dieses Risiko einzugehen, dass das jetzt irgendwie die Leute das uninteressant finden, was da passiert. Aber wenn man das dann tut und wenn man spürt, dass sich das auszahlt, dann ist das halt das Erfüllendste, was ich kenne. Roman Mucha ist Düsseldorfer. Er studiert Schauspiel in Hannover und ist dann 5 Jahre fest am Schlosstheater in Moers engagiert. Spielt kleine und große Rollen. Mich hat er mit seinem Solo Der Keller eine Entziehung tief beeindruckt. Zum ersten Mal führt er dabei zusammen mit Viola Köster auch selbst Regie, als Höhepunkt und auch als Abschluss seiner Zeit in Moers. Die Beschäftigung mit diesem autobiografischen Text von Thomas Bernhard ist auch für ihn eine sehr persönliche Arbeit, in der er Dinge verhandelt, in denen er sich selbst wiedererkennt. Wie der 17-Jährige im Stück, der seinen Lebensweg ändert und zwar in die genau entgegengesetzte Richtung, fühlt auch Roman Mucha, dass es Zeit für ihn ist, die Richtung zu wechseln, in Moers aufzuhören, Neues zu probieren. Er nimmt Engagements an anderen Theatern an. Mit dem 17-Jährigen verbindet ihn auch die Liebe zur Musik. Vor allem der klassische Gesang prägt Roman Mucha und gibt ihm ein Fundament an Tiefe, wie er sagt, das ihn bei seiner Arbeit trägt, bietet ihm größeren Kontext und ein Gefühl von Welt. Beim Singen habe er fühlen gelernt. Roman Mucha ist enorm vielseitig, vielgesichtig, vielschichtig, mit einer faszinierenden Musikalität in seinem Spiel. Seine physische Präsenz nutzt er virtuos fast tänzerisch, mit einer großen Hingabe zu den Feinheiten der Sprache, wie sie nur selten zu finden ist. Wir freuen uns auf die Zukunft. Bravo und alles Gute, Roman Mucha.